Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test von mir, dem EditRP. Ja, lange ist es her. Heute spielen wir Lego Marvel Avengers. Derzeit erhältlich bei Steam für 29,99. Allerdings ist derzeit halt Weihnachtssale und so ein Kram, ihr wisst schon und so. Heißt, es wird ist derzeit runtergesetzt auf 7,49. Deluxe Edition mit Season Pass kostet normalerweise 39,99. Im Winter Sale gerade für 9,99. Ein Spiel aus den Hause Troubled States, veröffentlicht am 26.01.2016. Ist jetzt also fast ein Jährchen alt. Publisher war natürlich Warner Bros. Interactive Entertainment mal wieder. Gut, ich würde sagen, wir wollen spielen. Ich drücke mal Eingabe. Ich hoffe, er übernimmt jetzt mal eben. Muss mal kurz in Optionen Steuerung. Gerät wechseln. So. Annehmen. Jetzt läuft das da auch. Okay. Wir machen mal das so. Zack, zack. Sieht gut aus. Ja. Ist? Okay. Bla bla bla. Bla bla bla. Okay. Kann ich irgendwo noch mehr als das? Weil ich will eigentlich gerne die Musiklautstärke ein bisschen runterdrehen. Aber okay. Wir drücken ein neues Spiel. Ich habe schon einen Spielstand mal ganz kurz gemacht, um einfach mal zu schauen, wie das Ganze läuft. Läuft gut. Ich würde sagen, wir machen Spielstand 2 und schauen uns das Ganze mal einfach so wieder eine Stunde an und werden einfach Spaß haben. Ja. So, los geht's. Wir fangen erstmal an mit Hawkeye und Black Widow. Sehr nett. Die Grafik mittlerweile in den Lego-Spielen ist so unfassbar gut geworden. Das ist unfassbar eigentlich. Ich erinnere mich noch ganz an damals, wo man noch Lego Batman gespielt hat. Den ersten Teil vor allem noch ohne Sprachausgabe, einfach nur Ton. Das war schon ziemlich lustig, definitiv. Mittlerweile hat man hier einfach mal Sprachausgabe, man hat HD-Texturen und so ein Kram, das ist schon ziemlich nett. Dem geschulten Auge wird gerade auffallen, dass ich mittlerweile meine Kamera so über meinen Kopf habe. Hängt damit zusammen, wie ich schon sagte, es ist Weihnachten und so ein Kram. Heißt, es gab Geschenke. Ich habe einen neuen PC-Bildschirm bekommen. Wissen ein paar Leute auch schon. Er gefällt mir. Er gefällt mir sehr. Es ist einfach nur schön, jetzt vorm Gesicht quasi zu spielen und nicht mehr nach da hinten so gucken zu müssen. Es ist definitiv nicht schlecht. Ich habe dieses Minispiel eben auch schon mal gespielt und ich habe es nicht so ganz kapiert. Vielleicht erschließt es sich mir jetzt gleich. Problem ist, es gab für dieses Minispiel irgendwie kein Tutorial, was mich sehr verwundert. Aber okay, ich habe irgendwie dann jetzt so festgestellt, es gibt gar kein Minispiel, warum auch immer. Eben gab es hier... Ah, das hier, genau, dieses Minispiel meine ich. Ah, okay, er zeigt einen quasi kurz an, wo die Dinger sind. Und da muss man einfach nur da drauf drücken. Alles klar, hab's kapiert.
Eben in der Hektik, wo ich einfach mal nebenbei noch so ein bisschen hier rumgefummelt habe, war dem nicht gleich so ersichtlich. Gut, wo ich eben auch gespielt habe, habe ich auch erst diesen Generator da gar nicht gemacht und bin hier einfach so rübergejumpt. Was mit ein paar Toten verbunden war, aber okay. Das passt schon. Ich habe das Ganze auch nicht sehr weit gespielt. Ich habe wirklich nicht mal das erste Level beendet. Man hat es ja gesehen, ich war immer noch bei 0,00%. Heißt, ich habe nicht mal den ersten Speicherpunkt erreicht. Außer, das ist einer. Nein, ist es nicht. Das habe ich zum Beispiel beim letzten Mal auch gar nicht gemacht. Das ist ziemlich cool. Problematisch ist nur, wir sammeln so die ganzen Schutzdicht ein. Nein! Wir haben halt auch so eine Special Moves. Ich weiß nicht, wie viele jeder Charakter hat, aber ein paar haben scheinbar auch mehrere. Das ist mir jedenfalls soweit schon aufgefallen. Ich kann euch ja gleich mal so ein bisschen die Special Moves zeigen. Wenn jetzt hier noch Gegner kommen sollten. Was gerade nicht danach aussieht. Ich versuche natürlich so viel wie möglich einzusammeln, weil ich werde das Spiel natürlich auch weiter spielen nach dem Let's Test. Und von daher wäre es natürlich schön, dass ich hier nicht unnötig viel Arbeit dann noch im Nachhinein habe. Außerdem will ich euch natürlich auch im Let's Test halt immer viel zeigen. Aber das wisst ihr ja. Seid ihr ja von mir gewöhnt, ne? Liebe Grüße nochmal an den Eminem-Fan 1234576, der mir das Spiel freundlicherweise geschenkt hat. Zu Weihnachten. Dankeschön nochmal. Und den Season Pass dann nachträglich nochmal gekauft hat. Dankeschön noch dafür nochmal. Wer sich gerade fragt, was wir da tun, wir haben da jetzt gerade Explosionspfeile quasi auf diese roten Punkte da gesetzt und sammeln dadurch quasi einen Gegenstand, würde ich jetzt einfach mal ganz kackendreist behaupten. Man kennt es ja in diesen Lego-Spielen von wegen beispielsweise bei Harry Potter, sammle oder schieße 5 Eulen ab und erhalte einen bestimmten Gegenstand, wovon du eine bestimmte Anzahl sammeln musst im Spiel, im Level. Kannst ja mal kurz hier zeigen. So, da jetzt haben wir einen von 10 Transistoren in diesem Level. Und am Ende jedes Levels wird ja dann irgendwie immer quasi daraus irgendein Objekt gebastelt. Ich will aber ganz kurz noch gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Weil dann könnten wir eigentlich weiter. Noch ein paar Stütze, aber... wie ich eben schon gesehen habe, kriegen wir noch genügend Stutz, um da oben diesen Balken zu füllen. Und daher sollte das kein Problem sein. Ja gut, versteckt hier einfach mal ein paar Stutz, warum nicht? Freut uns. Aber ich kann sagen, es ist, soweit ich das jetzt bisher schon sehen konnte, beim Testen wegen Qualität und so weiter, es ist ziemlich cool. Ja, mir hat es definitiv Spaß gemacht. Aber wir machen ja allgemein diese Lego-Spiele Spaß, also von daher ist das nicht so verwunderlich. Und es macht einfach nur Spaß, mit dem Hulk einfach alles niederzumetzeln, was es gibt. Charaktere wie Iron Man können goldene Lego-Gegenstände mit Hilfe von Hitzestrahlen zerstören. Halte hier für B gedrückt. Charaktere wie Hawkeye können Thermalpfeile verschießen. Halte X gedrückt, um zu ziehen. Jo, danke. Dann, Iron Man, weiter deines Amtes, fliegen sie. Nein, da. Ich hab's trotzdem mit X gemacht und nicht mit, B. Macht der Gewohnheit oder so.
Ja, der liebe Hulk macht schon Spaß. Hulk ist schon ein bisschen OP. Darum war er auch nicht bei Civil War dabei. Weil wer den Hulk hätte, der hätte gewonnen. Oder so. Also eben waren hier definitiv mehr Gegner, wo ich das erste Mal gerade gespielt habe. Ja, schon wahrer Avenger. Ja, ne? Und so. Oh ja, B war immer smashen. Jetzt. Wir schneiden aus. Na na na. Sie dürfen nicht vorbei. Wir müssen die Festung verteidigen. Ups. Eigentlich wollte ich jetzt mal einen Special Move mit dem Hulk zeigen, aber naja. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich es wollte. Halten wir das einfach mal so fest. Da jetzt leider hier kein Gegner mehr kommt, sage ich einfach mal, was ich da vorhin gesehen hatte. Es war ziemlich cool. Iron Man hatte dann auf einmal auf den Hulk geschossen, um ihn wütender zu machen. Und auf einmal hat er da einfach mal die ganzen Gegner vor ihm weggeschlagen. Das sah halt ziemlich cool aus. Auch irgendwie lustig. So, wir. Oh je. Das macht auf jeden Fall Spaß. Also das kann man dem Spiel nicht abgewinnen. Auch hier so eine schöne Combo-Attacken. Das gab es halt damals nicht. Das ist praktischer als man denkt. Okay, den kannte ich auch noch nicht. Der ist auch ziemlich nett. Na? Ich wollte gerade sagen, ich krieg ihn nicht ins Visier. Na stimmt ja, ich bin ja elektrisch geladen, von daher kann ich ja auch sowas hier machen. Gab es ja auch schon in den alten Lego Marvel Super Heroes. Erst wollte ich mir das Spiel nie holen, weil ich immer dachte, ja gut, das ist ja das gleiche wie bei Lego Marvel Super Heroes. Aber es spielt halt die Avengers-Geschichte und das ist halt ziemlich cool. Also wer sich für die Avengers interessiert, der wird hier definitiv Spaß haben, denke ich mal. Also wer, sagen wir es anders, wer Lego mag, also die Lego-Spiele an sich mag und die Avengers, der wird hier seinen Spaß haben. Und sonst, wer die Lego-Spiele mag und ein bisschen was übrig hat für Superhelden, auch so. Mhm. Mit dem Captain können wir Feuer löschen. Na? Naja, erst B und dann A. Mir passiert hier derselbe Scheiß wie vorhin. Ich bin vorhin auch schon da runtergeflogen. Ich. Ja gut, da hältst du dann B und dann, ne? Okay. Okay. Basteln wir mal. Weil das ist natürlich das Schöne an den Lego-Spielen. Wir basteln uns unseren Fortschritt zusammen. Beziehungsweise unsere Gegenstände für den Fortschritt. Objekt 7633. Könnt ihr mal ganz kurz im Lego-Katalog nachschlagen. Dann könnt ihr euch das natürlich auch holen. Nur starke Charaktere wie Hulk
und Charaktere mit mächtigen Waffen wie Thor sie hat, können rissige Lego-Gegenstände zerschmettern. Der Tipp kommt spät, wir hatten da hinten schon so einen Felsvorsprung, aber naja, danke. Ach ja. Das Schöne am Captain, er hat halt sein Schild, ne? Ich bin aber auch nur hier, um eben die Stutz einzusammeln. Da kommen wir leider noch nicht dran. Dafür brauchen wir einen anderen Charakter. Vorhin wurde es mir angezeigt, jetzt komischerweise nicht. Vorhin wurde mir angezeigt, ich brauche einen Charakter, der sich halt unsichtbar machen kann. Wobei mir auf die Schnelle keiner eingefallen ist. Und das letzte Feuerchen noch. Bam. Ja, ich mag den Captain schon ziemlich. Ich spiele gern mit Captain America. Ich bin ja auch immer noch dafür, dass sie endlich mal ein gutes Captain America Spiel rausbringen sollten, aber das ist nur meine Meinung. Ich meine, dass Captain America Spiel, was ich halt Let's Plays habe, war okay, aber nein. Das finde ich ein bisschen doof, man kann auch in den Cutscenes angegriffen werden. Ja, ich habe doch B gedrückt. Was ist los mit dir? Das noch schnell Stutz einsammeln, weil jetzt kommt die nächste Szene. Man wird hier im ersten Level wirklich von Szene zu Szene rübergeworfen. Das ist ganz schön heftig, aber es klappt irgendwie. Es klappt. Die ganze Zeit immer so ein bisschen gucken, dass ich auch wirklich richtig im Bild bin. Ich bin nicht mehr im Bilde. Wir sind hier, um zu helfen. Bitte treten Sie zurück. Wir sind hier, um zu helfen. Wer hat den Angriffsbefehl erteilt? Herr Strucker, es sind die Avengers. Wer hat den Befehl, Angriffsbefehl erteilt? Herr Strucker, es sind die Avengers. Sie schicken Ihre Zirkusaffen, um uns zu testen. Wir schicken sie zurück. Keine Kapitulation! Keine Kapitulation! Ich werde kapitulieren. Wenn wir den Avengers die Waffen geben, untersuchen sie vielleicht nicht. Aber die Zwillinge! Sie können es nicht mit allen... Nein, nein. Ich meine, die Zwillinge. Den hat's erwischt. Hast du das nicht kommen sehen? Ich überlege immer noch die ganze Zeit, woher ich diese Synchronstimme kenne. Weil das ist nämlich die Stelle, wo ich dann aufgehört hatte, eben unsichtbar zu spielen. Ah, da hätten wir einen Charakter, der unsichtbar macht. Hast du das nicht kommen sehen, diese Stimme von Quicksilver? Ich weiß nicht, wer die Synchro ist. Beziehungsweise woher ich die Synchro kenne. Ich überlege die ganze Zeit, aber ich krieg's nicht raus. Nach der Aufnahme weiß ich es bestimmt. Wir müssen sie ausschalten, um Captain Rogers einen Weg frei zu machen. So, ich könnte jetzt wechseln. Sollte ich vielleicht auch? Ja, machen wir auch. Das ist eine ziemlich coole Stelle.
Das ist echt ziemlich cool. Stand da gerade Miau? Oder habe ich mich gerade verlesen? Ich habe mich bestimmt verlesen. Wir schießen einfach mal ein bisschen weiter. Okay, wir sammeln hier was. Ich weiß nur noch nicht was. Ah, da waren so eine komischen schwarzen Teile. Fünf. Na gut, einen von drei Charakteren haben wir. Das ist gut. Ich habe zwar nicht kapiert am Anfang, warum, aber... Na, komm. Noch einen Transistor bekommen. Gut, dann das sollte reichen, glaube ich. Das war so nicht geplant. Ist natürlich jetzt doof, weil jetzt mein schöner 10er Multiplikator weg ist, aber naja. Ich will eigentlich nur das Feuer löschen. Ich weiß zwar nicht, warum ich es löschen soll, aber oder löschen kann, aber ich wollte die ganze Zeit nur das Feuer löschen, aber die Gegner rennen mir ja in den Weg, ne? Okay, was haben wir da? Nichts, was ich benutzen kann. Ah, speichern und fortfahren. Der erste Speicherpunkt. Nur Charaktere mit der Fähigkeit, ihre Gestalt zu ändern können, wie zum Beispiel, ja, ich glaube, es war Jarvis, aber ich bin mir nicht sicher. Ich konnte es gerade nicht so richtig erkennen auf der Schnelle. Hatte halt nur gesehen, dass mein Leben fast weg war und von daher musste ich schnell drücken. Auf jeden Fall auch mit Lüftungsgitter. Ja, ignoriert mich ruhig. Wow. Oder ignoriert mich halt nicht. Ist nicht so schwer. Genau, Mann. Nimm's nicht so schwer. War doch nur dein Leben. Also ich muss sagen, man kriegt hier echt ohne Ende Stutz. Jo. Drücken wir mal den Schalter und gucken, was passiert. Ich hoffe, das mit dem Bild ist so in Ordnung, dass meine Kamera da unten rechts ist, aber die sollte eigentlich nichts blockieren. Eigentlich. Ich sehe es ja nur da hinten auf dem Bild. Ja. Danke. Nur Charaktere mit besonderen Sinnen und Charaktere mit Scannern wie bla bla bla. Achso, das sind diese verborgenen. Okay. Ich weiß nicht, was er machen soll, aber er soll irgendwas machen. Dieser Dreifachschuss ist schon ziemlich cool. Und jetzt beschleunigt er auf einmal. Warum beschleunigt er so? Weil ich kann doch hier eh nichts machen, außer die Gegner abschießen. Verstehe ich nicht. Egal. So, wir versuchen jetzt einfach mal hier hochzugehen.
Irgendwer ruft Hilfe. Hilfe ist da, kleiner Mann. Okay. Okay. Und ich will aber eigentlich noch da hinten gucken, was da hinten so war. Was hier hinten so ist, ja. Ich würde sagen, ich muss doch bestimmt auch hier diese Kanonen kaputt machen. Ich meine, es werden 3 Stück angezeigt, also es wäre nicht so abwegig. Jetzt ist nur die Frage, muss ich jetzt nach da rechts oder nach hier unten? Ich würde jetzt eher nach da rechts gucken. Na gut, und zur Not komme ich nämlich hier auch wieder zurück. Ah, der gute Stan ist da. Ich habe ihn gerade gesehen. Der gute Stan will gerettet werden. Der hängt da am Gitter, falls ihr es seht. Da ist er. Dann helfen wir den guten Mann nochmal. Ja. So sieht's aus. Zum Glück haben wir die Stutz schon da weggenommen. Ansonsten hätte er uns die bestimmt noch geklaut. Ich schwöre. So, wir brauchen allerdings noch einen. Ich würde sagen, dafür gucken wir jetzt einfach mal. Ja, darunter. Gut, wir hätten auch hier eine Leiter gebaut. Konnte ja keiner wissen oder so. Und frage ich mich jetzt aber doch, wo ich jetzt weiter muss. Vielleicht muss ich jetzt den Fahrstuhl nehmen. Oder auch nicht. Oder ich kann... Wow. Nochmal kann ich das Ding nicht benutzen. Kann ich denn jetzt hier die Tür kaputt schlagen? Nein. Dann verstehe ich es gerade noch nicht so ganz. Wir wechseln mal. Ich meine, da ist ja die Kanone. Wir sehen sie ja. Also wir müssen ja da irgendwie hoch. Oder wir müssen die Kanone. Vielleicht können wir die Kanone ja benutzen. Ich probiere es nochmal. Nee, die ist hier fest eingehakt. Hm.
tut halt, was nötig ist. Oder wir nehmen den Eingang hier. Oder der Eingang funktioniert nicht. Okay. Hätte ja klappen können. Hier kommen wir nicht lang. Oder wir gehen hier lang. Das ist natürlich auch eine Variante. Und kaboom. Sesam, öffne dich. Sicherungsmodus. Leute, ich hab Strucker. Gut. Und ich hab was Größeres. Okay, das ist schon ziemlich lustig mit der Pflanze. Halluzinationen. Spoilerwarnung, das war aus dem ersten Avengers-Film. Weil das Spiel spielt ja scheinbar aus im zweiten. Loki's Scepter. Schluss mit Strucker. Oder Strucker, wie sie ihn ja hier ganz kurz mal genannt hatten. Wir hatten eine Menge Stutz. Und sind dadurch nämlich auch ein wahrer Avenger geworden. Wie wir jetzt erst angezeigt bekommen. Ja. Wir haben Black Widow von Age of Ultron. Das ist genauso Bruce Banner, Captain America. Und bestimmt auch den Hawkeye und den Iron Man. Und da unten sehen wir einen Haufen weiterer Charaktere, die ich schon habe. Die hängen jetzt aber, wie gesagt, alle mit den Season Pass zusammen. Weil ich natürlich da auch Charakterpacks mit bei habe. Und die haben wir jetzt natürlich dann auch dementsprechend erhalten. Captain Universe freigeschaltet. Das war bestimmt diese eine Marke, die ich da bekommen habe. Danke für die Rettung eures Generalissimo, Brigadegeneräle. Excelsior! So wollen wir das sehen. So und nicht anders. Was bisher geschah? Der Tesseract wurde erweckt. Er ist auf einer kleinen Welt, einer Menschenwelt. Sie wollen seine Kräfte nutzen. Doch unser Verbündeter kennt sein Wirken, wie sie es nie vermögen werden. Er ist bereit zu herrschen. Und unsere Truppen, unsere Chitauri, werden ihm folgen. Ihm wird die Welt gehören. Immer diese Touristen. Beim Foto machen. Und dem Menschen. Keine Foto machen? Nein. Hat er gerade ein Hühnchen mitgeschleppt? Oh, ein Erdbeermilchshake, jawoll! Ah, er hat wirklich ein Hühnchen dabei.
Sehr schön. Ich wollte sagen, macht er dann noch Liegestütze? Natürlich macht er Liegestütze, so muss es sein. Hier, Maria Hill und Nick Fury. Sind Sie das? Ich bräuchte ein wenig Hilfe. Ich wurde bei der Evakuierung hier eingesperrt. Mist, Coast. Doof gelaufen, ne? Tut mir leid, Sir. Es steht uns wohl etwas Arbeit bevor. Maria Hill freigeschaltet. Und Nick Fury. Achso, jetzt sind wir quasi in der Overworld. Ja, wir sind in der Overworld. Sind jetzt also nicht im Level, sondern, ne? Und so. Kann sie da vielleicht? Was war das denn gerade für ein Blick? Okay, sie kann sich noch weitere Agents rufen, wenn sie B drückt. Er macht sich aber unsichtbar. Was für ein Lümmel. Gut, da kommen wir jetzt eh erstmal noch nicht so weiter. Sorry, schlechte Angewohnheit von mir. Ich will immer direkt alles kaputt machen. Auch wenn ich nur in der Overworld bin. Ja, bestimmt so ein bisschen soll es schon lustig sein. Drücke B, um die Shield-Zugangskonten zu benutzen. Mach mal die Tür auf. Papa ist zu Hause. Na, Nick, kannst du wirklich so an den Seiten da rumhüpfen? Dachte ich mir. Akrobatische Charaktere wie Maria Hill können zwischen weiß-blauen Wänden nach oben springen, um höher gelegene Gebiete zu erreichen. Drücke A, um zu springen. Jetzt müssen wir doch bestimmt hier eine Leiter oder sowas bauen, oder? Ja, da ist sie doch. Und Abfahrt. Weiß nicht, was ich sagen soll, aber Maria spielt sich eigenartig. Allein schon wegen ihren komischen, ich leg mich erstmal hin und schieße ein bisschen genauer Move. Aber es hat bestimmt auch so seine Vorteile. Nur ich bin es halt jetzt vom Captain America gewohnt, dass ich einfach so ein bisschen zuschlage und dann auf einmal so gedrückt halt, um dann mein Schild zu werfen. Und das, naja, harmoniert nicht so gut gerade. Muss ich was machen oder macht das selbst? Ich muss was machen, okay. Rechts, runter, rechts. Rechts, runter, rechts. Ah. Prinzip schnell kapiert. Agent Coulson. Das ist das Problem, Son. Wir wissen es nicht. Was ist mit Selvig? Vor 4 Stunden hat Dr. Selvig einen Energiestoß im Tesserakt gemessen. Die NASA hat Selvig keine Testphase erlaubt. Es war kein Test. Er war nicht mal im Raum. Es war ein spontanes Ereignis. Er hat sich selbst aktiviert? Spontanes Ereignis wie diese Aufnahme gerade eigentlich. Na los, lass mich Fisch spielen. Phil ist eh einer mit der coolsten. Auch wenn er sehr komisch zuschlägt. Aber okay. Jeder wie er es braucht. Wir müssen noch was mit der Platte machen. Also hier mit der Platte scheinbar, glaube ich.
Oder wir nehmen einfach diese Platte. Eine Rampe, was? Wir hätten noch einfach das Hindernis entfernen können, aber was weiß ein Stufe 3 Typ wie ich schon? Eben. Es sind immer diese Stufe 3 Typen, die haben noch von nichts eine Ahnung. Ich bin schon Stufe 8. Außer natürlich Stufe 8 ist schlecht, dann bin ich natürlich Stufe 1. Ist ja wohl klar. Ich glaube, ich muss hier irgendwie was machen. Ach, Maria, du siehst unsichtbare Sachen. Zeig mal her. Ich will fahren. Mem. Hätte ja ruhig mal warten können, bis alle eingestiegen sind. Jetzt müssen sie wieder über das Auto rüberhüpfen und über die Sprungschanze, wo sie ja vorher nicht rübergekommen wären, außer wenn ein Auto vorher rübergesprungen ist. Er steigt. Wir evakuieren, weil Schalwig es nicht abschalten kann. In einer halben Stunde ist der Bereich geräumt. Sir, die Evakuierung ist wahrscheinlich sinnvoll. Und etwa alle wieder schlafen gehen? Also schlafen klingt gar nicht so verkehrt. Ich bin schon ein bisschen müde gerade. So, ich würde ja aber schon gerne noch das zweite Level spielen wollen. Auch wenn ich es mag, wenn man so vom Bereich zu Bereich sich erstmal freispielen muss, aber... Naja, ne? Wie gesagt, ich würde schon gerne das zweite Level noch spielen. Sagte er, während er einfach hier so nebenbei ein bisschen rumhüpft. So. Was haben wir denn da noch? Also einfach nur sowas. Okay. Dann. Ja. Ah, natürlich. Agent Coulson? Benutzen. Alles einsteigen. Deine Knarre guckt raus. Ist schon gescriptet, dann guckt die Knarre raus. Was? So, Level 2. Was kann ich Ihnen über die Joy Dark Energy Mission Facility erzählen? Naja, sie ist streng geheim, also gar nichts. Ich darf nicht erwähnen, dass wir ein Objekt von potenziell unbegrenzter Energie namens Tesseract untersuchen. Oder dass er sich aktiviert hat und wir jetzt die ganze Anlage evakuieren müssen. Das ist alles geheim. Und erst diese Phase 2 Prototypen. Wenn wir die Energie des Tesserakts nicht kontrollieren können, ist wahrscheinlich kein Sicherheitsabstand groß genug. Sorgen Sie dafür, dass die Prototypen der Phase 2 weggebracht werden. Ja, Sir. Dieses Hühnchen. Los, Doktor. Wenn ihr den Spitzenwert erreicht. Aber eben das wollen wir doch, Doktor. Energie aus dem Weltraum nutzen. Nur kontrollieren können wir ihn nicht. Meine Berechnungen sind nicht abgeschlossen. Haben Sie gesehen, Milchshake. Das Ding aktiviert hat? Der Würfel ist ein Tor zur anderen Seite des Universums, richtig? Kann mir jetzt auch mal bitte jemand einen Milchshake vorbeibringen? Sich von beiden Seiten. Wäre ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Haltet euch alle fest! Bitte! Ansonsten werdet ihr eingesogen! Aber so wie es aussieht, sind wir jetzt im ersten Avengers-Film. Jetzt sind wir so gerade am Anfang des Films, wo quasi das erste Mal der Tesseract genutzt wurde und Loki auf die Bildfläche auftritt. Oder so. Sir, die Agenten wirken nicht mehr sehr freundlich. Setzt dieser Typ gerade Gedankenkontrolle ein? Ja.
wäre mir ein wahres Vergnügen. Wird es gehen? Aber wir sind jetzt im nächsten Level. Und das ist schön, meine Freunde. Das ist schön. Wir können speichern, oder? Ist das speichern? Ja, speichern. Yay. Okay, wir haben die Pfeile drauf geschossen, damit das explodiert, aber weil wir den Charakter gewechselt haben, hat es dann nichts mehr an Wirkung gezeigt. Schade. Schade. Natürlich wieder versuchen, so viel wie möglich hier rauszuholen. Ist ja klar. War da gerade das Hydra-Symbol auf dem Boden? Das sah ganz danach aus. Sorry, ich musste gerade was lesen. Ja, das Hydra-Symbol. Habe ich richtig gesehen. Sehr schön. Ich verstehe gerade nur noch nicht, warum ich immer wieder weggeschleudert werde. Ach, wegen Loki. Loki haut mich immer wieder raus. Hawkeye kann mit seinen Thermofallen goldene Lego-Gegenstände bla 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 erhitzen, bla bla bla. Dann Hawkeye. Hawkeye. Ich wollte gerade Loki sagen und dann auf einmal doch nicht. Und ja. Hawkeye. Weite deines Amtes. Ich komme mit froher Kunde. Von einer Welt, die frei ist. Frei wovon? Freiheit. Sehen Sie mich an. Okay. Was machst du da unten? Und warum kann man hier runter? Was ist das denn hier? Man kann es zwar nicht abschießen, aber man kann es kaputt schlagen. Wenn man es nicht kaputt schießen kann, kann man es schlagen. Problem ist halt, wir kriegen ja halt keinen Multiplikator jetzt hier wirklich hin. Und können Stütz sammeln. Ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Was war das denn jetzt? Ah. So gesagt, gib mir wenigstens noch die Stützen, dann, naja, ne? Danke. Egal. Weil wir wollten jetzt eh hier wieder drückt die richtige Taste des Spielen. Rechts, links, runter. Das kriege ich hin. Rechts, links, runter. Ding, ding, ding. Na, wir kommen den ganzen lang näher und da hinten ist ein Stutt meiner meines Begehrs. Ich begehre ihn. Ich nehme ihn. Ich ernähre ihn. Ich mache alles für ihn. Komme ich da irgendwie hin? Ja. Da ist er.
Hab zwar noch keinen Plan, was ich hiermit machen will. Okay. Hawkeye, bist du ein bisschen gelenkiger als ich? Kannst du hier irgendwas machen? Nein, ich auch nicht. Sind das die Pläne des Todessterns? Ich würde sagen, ich glaube, er lässt mich hier noch nicht hin. Was will er denn hier von mir? Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mich unsichtbar mache? Er sieht mich auch, wenn ich unsichtbar bin. Okay. Okay, auch da nicht. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich stelle mich bestimmt gerade wieder irgendwo total dämlich an. Das ist halt so das Typische von mir, aber naja. Wäre halt schon schön zu wissen, was zu tun ist. Oder so. Es muss ja irgendwas hiermit zu tun haben. Nee, Hawkeye soll da was. Jetzt kann er doch was machen. Ja gut. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also habe ich mich nicht dumm angestellt. Hoffe ich. Tschüss, Loki. Das hier muss nicht noch schlimmer werden. Natürlich muss es das. Für weniger komme ich von zu weit her. Alter, wir haben dich hergeteleportiert. Jetzt konnte ich die Stutz nicht sammeln. Haben wir jetzt echt noch 6 besiegt? Ein Football-Handschuh, ja gut. Ich hätte es auch nicht anders gemacht. Bitte nicht. Das brauche ich noch. Die Milchshake? Ich bin Loki. Von Asgard. Loki? Du bist echt Loki, nicht Loki. Ich mag den Lego-Humor. Wir brauchen diese Fahrzeuge. Hör! Hören Sie mich! Warten, wurde umgedreht. Sie haben den Tesserakt. Haltet sie auf! So viel Zeit hatten sie im Film aber nicht. Muss ich mal ganz kurz so nebenbei reinwerfen. Uff, das habe ich nicht kommen sehen. Uff. Uff. Was war das für ein Geräusch? Tja, dafür wissen wir jetzt, dass der Feuermelder funktioniert. Ja, aber die Tür hat sich von selbst verriegelt. Agent Williams. Die wollten speichern. Ja, ich bin nicht umsonst, Stufe 4, Kumpel.
Okay, also umso höher die Zahl, umso besser, alles klar. Dann ist mein Stufe 8 Ding scheinbar doch gut. Schade. Wo ist der Captain, wenn man ihn braucht, ne? Wo ist er nur? Man kennt das ja bei den Lego-Spielen, man muss quasi jedes Level so 2 oder 3 Mal besuchen, um halt wirklich alles aus dem Level rauszuholen. Hier zum Beispiel bräuchte ich jetzt halt Captain America, den kann ich halt nur spielen, wenn ich in dem freien Modus hier nochmal reinkomme. Das kann ich halt machen, wenn ich das Level einmal geschafft habe. Was hat er eigentlich für eine besondere Fähigkeit? Keine. Das ist schade. Das erfordert womöglich mehr als nur zertrümmern. Schade. Weil da war nämlich ein Charakter drin. Es ist schade, dass es gleich im zweiten Level gezeigt wird, auf so harter Weise. Du brauchst hier mehr Charaktere oder du musst hier nochmal rein. Weil ansonsten kriegen wir jetzt diese rissige Lego-Steinwand halt nicht auf, um Stan zu retten. Das ist schade. Ich hoffe, ich krieg wenigstens noch hier den wahren Avenger voll. Das wäre so mein Mindestziel jetzt, nachdem ich schon so vieles jetzt nicht bekomme. Wollte sagen, jetzt hänge ich hier hinter fest. Achso, und wenn ich mich durch dieses komische Gitter da gezwängt bekommen hätte, dann wäre ich da oben auch zu den Transistor gekommen. Alles klar. Da sind noch ein paar blaue Stutz, die sollte ich nicht übersehen. Aber erstmal die großen vielen Stutz. Ja, wir kriegen halt hier echt keinen Multiplikator hin, ey. Wo war denn der blaue? Hier? Nee. Da. Und da ist nichts mehr, okay. Was ist das denn? Egal. Passt schon irgendwie. Ein Fahrzeug hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch Feuerkraft. Ja, das hat der Junge gesehen. Da war ein Stutz. Was war das erste? Hoch, runter, hoch? Nein. Hoch, runter, runter. Hoch, hoch, runter, runter. Alles klar, krieg ich hin. Gib mir die Feuerkraft. Oh. Predicted.
So, jetzt wenigstens einen kleinen Multiplikator mal gehabt. Ja, hier komme ich halt jetzt so leider nicht hin. Da brauche ich einen Hitzestrahl. Genau, er zeigt mir schon an. Iron Man. Ist natürlich ein Wiederspiel wert dementsprechend. Weil das Schöne ist, man hat auch meistens dann immer so ein paar kleine Gags, die sich dann durch diese Sache dann zeigen. Jetzt habt ihr doch genug Feuerkraft. Könnt ihr jetzt nicht mal Stan ganz kurz retten? Nicht? Mal sehen, wie stark diese Rolltore wirklich sind. Hill hier, habe die Verfolgung aufgenommen. Haben wir Erlaubnis zum Schießen? Checkpoint. Haben wir Erlaubnis zum Schießen? Keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Ich dachte, sie seien im Außeneinsatz tätig. Einfach zielen, aufschalten und schießen. Ich weiß nicht, wie ich an den Transistor komme. Kannst du bitte, ich habe ihn nicht bekommen. Warum, weiß ich leider nicht. Also, wenn es darum geht, ihn abzuschießen, ich habe mehrfach drauf geschossen. Wie man sieht. Aber bringt leider nichts. Leider. Aber ich habe mir so eine kleine Szene hier gewünscht. Ich kenne ja die ganzen Marvel-Filme, von daher wusste ich ja, was jetzt hier gleich kommt. Und von daher habe ich mir auch so ein bisschen gehofft, erhofft, dass hier so eine Szene kommt. Also man kann die Schusstaste gedrückt halten, dann schießt er halt so. Oder man drückt halt tausendmal drauf und dann schießt man noch schneller. Also jeden, wie es ihm beliebt. Schieß! Schieß auf den Fahrer! Hat er mich mit einer Banane beworfen? Wir sind hier nicht bei Mario Kart. Jetzt mal ohne Witz. Bäh. Oder man hält es gedrückt und dann visiert er automatisch die Sachen an. Das ist natürlich auch gut. Ja, also ich würde sagen, wir haben nicht mal das Stutzding geschafft. Das ist ziemlich schade. Erstes Level übelst gerockt und das zweite... will ich mich jetzt nicht so wirklich so äußern. Ja, ich denke aber, das Level wird jetzt hier enden. Klaut ihn einfach noch den Milchshake. Freies Spiel freigeschaltet. Da seht ihr es, was ich meine. Wir haben irgendeinen Erfolg bekommen. Nebenbei erwähnt, das ist halt die Steam-Version. Also nur mal so am Rande gerade erwähnt. Das ist also die PC. Das ist halt auf PC-Spiel und nicht auf Konsole oder so ein Kram. Weil das fragen ja auch immer viele, ist das auf dem PC oder ist das auf der Playstation? Ist das auf der Xbox? Nee, das ist die PC-Version. Stan haben wir leider nicht retten können. Transistoren leider auch nicht.
Wenigstens einen für Levi geschafft. Gut, aber an der Stelle würde ich sagen, reicht das für das Let's Test und ich hoffe, es euch hat's gefallen. Es hat euch mal so einen kleinen Einblick gezeigt und wir sehen uns beim nächsten Let's Test. Also, ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Das war Lego Marvel Avengers. Mein Name ist ZDP. Bis dann, Leute. Tschüss, tschüss. Ach, Fräulein Vido, Sie werden schon noch reden. Katja wird dafür sorgen. Da? Sie müssen kommen. Das geht jetzt nicht. Ich hab zu tun. Barton ist in Schwierigkeiten. Bleiben Sie mal kurz dran. Wo ist Barton jetzt? Die und ihre Hühner. Aber zuerst ist der Große dran. Na, Großer? Ich nehme an, das Haus ist umstellt. Nur Sie und ich. Wer sind Sie? Ich bin im Auftrag von Shield hier. Sie müssen mitkommen. Und wenn ich Nein sage? Das hier hat genug Energie, um den Planeten zu zerstören. Was soll ich Furys Meinung nach tun, ihn runtergucken? Er strahlt eine Gamma-Signatur ab, die wir nicht aufspüren können. Und niemand kennt sich besser mit Gamma-Strahlen aus als Sie. Nur Sie und ich? Nur Sie und ich. Bei dir. Der Stark Tower ist ab sofort das Wahrzeichen für saubere, nachhaltige Energie. Sir, Agent Coulson von S.H.I.E.L.D. ist am Telefon. Bin ich da. Hab Feierabend. Sir, er lässt einfach nicht locker. Zwei Rückgrat, Jarvis. Die Werte scheinen stabil zu sein, denke ich. Natürlich. Ich habe mich ja selbst drum gekümmert. Was mich zu meiner nächsten Frage führt. Wie fühlt man sich denn so als Genie? Naja. Woher soll ich das denn wissen? Vielleicht solltest du deinen Arc-Reaktor fragen. Sir, das Telefon. Meine Kommunikationsprotokolle wurden überschrieben. Stop, wir müssen reden. Man kann Pepper Potts spielen, oh wie schön. Allein das ist doch schon ein Kaufgrund. Sehr cool. Kann mal jemand ans Telefon gehen? Mit der Telefon, Mann. Ich gehe ins Telefon ran. In dem Weltraum. Ach so, hier sind dann die DSCs. Sehr cool. Und die ganzen Level natürlich. Hab ich nicht auch Ant-Man? Ich finde Ant-Man aber gerade noch nicht. Ich glaube, es gab auch einen Ant-Man DLC. Egal.